Grüß Tag, meine Lieben. Bevor ich jetzt abgeholt werde und den ganzen Tag auf Läppsche bin und sicher viel Spaß haben werde, möchte ich euch noch einen Tipp geben, einen sehr wertvollen Tipp. Ja, der hat zu tun mit so einem Ding. Ich habe jetzt leider kein durchsichtiges, aber zur Veranschaulichung, das ist ein Dixoband. Und das Dixoband, das ist sehr wichtig. Das müsst ihr haben, sowas daheim. Wenn ihr einen Vogel habt, dann müsst ihr auch sowas daheim haben. Weil, es ist nämlich so, stellt euch vor, ihr wohnt wo, wo andere auch wohnen und ihr wollt nicht, dass andere in euer Schlafzimmer gehen. Jetzt ist es nicht so, dass ihr hergeht und sagt, ich will nicht, dass ihr in mein Schlafzimmer geht. Nein, nein, das sagt ihr nicht. Ihr sperrt es auch nicht zu, ihr lasst es so wie immer. Ja? Aber ihr wollt natürlich wissen, ob jemand in euer Schlafzimmer gegangen ist, um dort vielleicht irgendwie in eure Sachen zu stehlen oder was man nicht. Ne? Ja, also warum auch immer. Jetzt ist natürlich auch so, dass für andere nicht ganz klar ist, warum soll ich da nicht reingehen. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also es wurde ja nicht, stellt euch vor, ihr sprecht kein Verbot aus. Also müsst ihr davon ausgehen, dass eventuell jemand reingeht. Weil warum nicht? Na? So. Wenn ihr jetzt eine Türe habt für diesen heiligen Raum, der nicht betreten werden soll, wo sie aber nicht ausgesprochen habt, gell, muss ich nur mal betonen, das ist wichtig, weil die Denkweise ist, wegen der Denkweise. Dann war es gut, wenn ihr eine Türe habt für diesen heiligen Raum, die nach innen aufgeht, ja, dann macht ihr Folgendes. Also das ist die Türe und die geht nach innen auf, gell, nach innen, so. Ihr macht die so weit auf, dass gerade noch zwischen dem Türrahmen, der war jetzt da, gell, der war jetzt da, stellen wir uns vor, ihr macht es so weit auf, dass ihr gerade noch durchpasst durch den Spalt. Also das war jetzt in dem Fall eh schon ein bisschen mehr so. Dass ihr gerade noch durchpasst. Ja? Und dann nehmt ihr so ein Dixo rein und legt die da her. Okay? Da legt es her am Boden. Am besten markiert euch das am Boden, wenn ihr einen Holzboden oder sowas habt, ne, wo es geht, am Teppich, macht es ja keinen Sinn. Aber am besten markiert euch das auch noch mit einem Punkt am Boden. Dann müsst ihr nicht immer jedes Mal das Spielchen mit der Base noch durch dir machen. Ne? Dann könnt ihr es gleich dorthin machen, wo der Punkt ist. Ja, das müsst ihr halt ausprobieren. Dann legt ihr das Dixo-Bandel dorthin, geht durch den Spalt wieder raus bei der Tür. Und macht die Tür zu, dann liegt es da. So. Und dann, wenn ihr eben fort seid, übers Wochenende zum Beispiel, weil ihr ja jetzt ein Luxusleben führt und euch ja ein Luxusleben in irgendein Hotel verbringt, also wenn ihr jetzt fort seid, so 2-3 Tage, aber wissen wollt, wenn es wieder heimkommt, ob jemand in den heiligen Hallen war, dann ist es so. Wenn jetzt tatsächlich jemand die Tür aufmacht, dann macht die diese Person die Türe ja nicht vorsichtig und nur Sticklauf. Nein, nein, normalerweise reißen Leute einfach die Türen auf und dann passiert das. Und das Dixo-Bandel wird weggeschossen quasi. Also es wird wegkatapultiert. Ne? Macht auch nicht die Tür auf. Natürlich macht das Dixo-Bandel auch ein Geräusch bei der Aktion. Und derjenige, der rein ist, gegangen ist bei der Tür, bricht eh gleich ein Gelächter aus, wenn er sieht, da war Dixo-Bandel. Als Markierung. So. Aber ist ja wurscht. Kannst du es auch wieder dann, musst halt suchen, wo der Punkt ist, legst es halt einfach wieder zurück. Kannst x-tausendmal in die heiligen Hallen reingehen, wenn du es wieder zurücklegst, gar kein Thema. Also habt ihr das jetzt verstanden? Wenn ihr nicht wollt, also wenn ihr nicht wollt, dass jemand in ein bestimmtes Zimmer geht, würde ich euch dringend empfehlen, das auszusprechen und zuzusperren. Ja? Und wenn ihr das nicht wollt, ja, dann nehmt ihr halt das Dixo-Bandel, gell? Dann, wenn ihr wieder heimkommt, dann seht ihr, da war wer drin. Was ihr mit der Info dann anfangt, weiß ich nicht. Ihr müsst halt dann alles durchsuchen und schauen, ob was fällt. Wenn ihr paranoid genug seid, ne, dann tut euch das auch. So ein Dixo-Bandel kann euch echt das Leben retten, gell? Oder es kann für ganz viel Unterhaltungswert sorgen. Und es ist nicht so, dass ihr dann diesen Trick nur einmal anwendet, weil beim nächsten Mal wissen sie ja alle. Nein, nein.
Beim nächsten Mal, wenn ihr euch übers Wochenende über Teiser haut, luxuslebenmäßig in irgendein Hotel, dann macht ihr denselben Trick wieder. Dann legt ihr es wieder hin, das Dixo-Bandel. Ich kann euch versprechen, irgendwer findet es und findet es furchtbar lustig. Jawohl. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Samstag. Und jetzt habt ihr ein bisschen was zum Denken. Vielleicht könnt ihr mal unten drunter schreiben, warum macht man sowas? Weil ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin nicht so geistesgestört, dass ich das... vielleicht ist irgendwer von euch so drauf. Oder vielleicht macht das selber. Vielleicht ist wer unter euch, der macht es selbst so. Dann bitte sag mir doch bitte, was gibt er das jetzt genau? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Versteht nämlich bei uns da keiner. Ja. Ich wünsche euch was. Dickes Bussi aufs Bauchi und verbringt den Tag mindestens genauso schön wie ich. Dankeschön.